Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind heute in Fort Worth bei Goldie's Barbecue, der derzeitigen Nummer 1 bei Texas Monthly. Das Wetter hat uns leider ein bisschen im Stich gelassen, wie man sehen kann. Aber es geht gerade noch. Hier sieht man, die Line ist noch nicht ganz so lang. Vielleicht auch dem Wetter geschuldet. Wir müssen jetzt noch circa 2 Stunden in der Schlange warten. Es ist jetzt, glaube ich, 9 Uhr. Im Internet stand, man soll zwischen 8 und 10 Uhr da sein, wenn man noch alles haben möchte. Wie gerade schon gesagt, wir waren so circa um 9 Uhr hier. Wie man sehen kann, heute beim Regen. Die Schlange ist zum Glück noch nicht ganz so lang. Aber wahrscheinlich, wenn besseres Wetter ist, ist die Schlange auch ein bisschen länger. So, es wird jetzt gleich losgehen. Wie man sehen kann, alle Leute stehen schon. Es ist jetzt kurz vor 11. This is a half pound, and here's some real turkey burgers. What up, y'all? We got how many in y'all's group today? Two for here. And how much brisket can we get cider for you today? Half pound brisket. Half pound of the ribs. Half pound ribs. And one link of each sausage. We have 3 today. Is that okay? Yeah, we have a hot link on special. We take all 3. This is gonna be a half pound of ribs right there, y'all. Here's one extra in the house. Thank you. Any turkey or pork belly? You want? And last question, any beef ribs for y'all today? No, that's it. This one's gonna be the house, that's gonna be the jalapeno, and we're slicing up the hot leg for you now. Perfect, thank you. Ihr selbstgemachtes Brot. Also für die Verhältnisse hier. Ja. Die Bohnen. Aber ja, die Bohnen sind gut. Aber ich glaube, die Gurken sind auch selber angelegt. Also wir sind jetzt gerade fertig bei Goldie's Barbecue und es war herausragend, würde ich sagen. Es war das Beste, was wir bis jetzt hatten. Das Brisket war gut, die Pork Ribs waren super, die Würste waren super, die Sides waren alle echt gut, das Dessert war gut, außer den, der Bananenpudding, der war okay, aber war jetzt nicht schlecht. Aber hier war eigentlich alles durch die Bank super, würde ich sagen. Also wenn man jemals Barbecue essen gehen will und in der Nähe von Dallas ist, dann kann man hier auf jeden Fall herkommen. Heute durch das Wetter und so muss man zum Glück auch nicht so lange anstehen. Wir waren ja um 9 Uhr circa hier und um 11 Uhr haben sie aufgemacht. Ich würde sagen, so um 11.30 Uhr hatten wir unser Essen. Das Einzige, was uns ein bisschen im Stich gelassen hat, ist hier das Wetter. Aber ja, so ist es nun mal. Wir gehen jetzt noch weiter zum Rodeo. Can you see by the dawn's early light?
Wir sind jetzt raus beim Rodeo. Wir gehen jetzt nach Burger essen. Wir haben hier ein Burger-Restaurant gefunden, das recht gut bewertet war. Ich hoffe, der Vlog hat dir gefallen und du bist im nächsten Vlog wieder dabei. Da bin ich dann in Los Angeles